meine Freunde, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Umsi 2 mit mir und Sachsen Let's Player. Es geht weiter und wir befinden uns auf der Schienenlinie. Ne, wir befinden uns hier richtig, da schon ist noch nicht übers Spur. So, Kältener Ring. Ja, ich will die Maus nicht so hochstellen. Guten Abend. Hallo! Abend! Ich hätte gerne einmal Schüler. Einmal Schüler hättest du gern. Eins. Das war schon mal der falsche, danke. 1,50 Schüler normal. Kannst du mir dann auch nochmal einen Fahrschein geben? Wenn du jetzt nicht mal langsam die Batschen stillhältst. Scheint es ja genauso wenig drin. Da haben wir 2. Ah, okay. Danke. Bitte setzen! So, mei, wie spät haben wir es denn hier in-game überhaupt? Oh, das ist schon wieder viel zu spät. Eine Minute ist immer schon wieder zu spät. 20.14 Uhr am 4.10.94. Ja, gut. Eigentlich wollte ich ja, originale Uhrzeit war ja damals übernommen worden, aber halt nicht gestartet. Ja, Leute, wir haben es beleidigt. Die wollen doch Ruhe pünktlich zu ihren Zielen. Reichenberger Straße. So. Nächste Haltestelle, Hunsrückstraße. Könnt ihr nicht vorsichtiger fahren? Ich fahr vorsichtig, wir fahren 50. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ah, die gehen mir jetzt schon mal da auf den Sack her. Oh, Großbaustelle. Ich mach nicht vorm sonst noch vorne auf. Einmal normal, 2,50 wären es dann bitte. Danke. Bitte. Können Sie mal bitte anders fahren? Das ist ja wirklich. Alter. Nächste Haltestelle, Münsterländer Straße. Dit ist Belgribi. Aber wo ist, warum wir nur 30 fahren kann, ey? Das ist ja. Das geht ja gar nicht anders. Also schlecht, ich muss hier langsam fahren, weil hier eine Baustelle ist, du Rotzlöffel. Mein Gott, wir haben es aber ein Gestell hingebaut. Da haben sie was hingebaut, ja. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ist nicht so, wenn es hinten nicht aufgeht, dass halt hinten nicht aufgeht. Da ist halt hinten mal kein Einstieg. Was ist daran so schwer? Über 2 Minuten Verspätung hier. Ja, die Klapser.
Nächste Haltestelle, Beustraße. Wollen wir noch mal einen kleinen Random-Faktor mit einbauen, und zwar Schmiedewetter. So. Oh, wunderbar. Denn es gibt nichts Schöneres als Schmiedewetter. So, weiter geht's hier. Nächste Haltestelle. Moment, 52, 58 da lang. Darüber. Oh, oh, oh! Alter, die Autofahrer. Ach, Günther, komm schnell rein. Günther, reich, komm, schnell. Rein mit dir, Günther, du wirst noch feucht. Abend. Muss man nicht verstehen, also bei Regen kann ich das Fernlicht nicht permanent anschalten, okay? Hallo. Guten Abend. Ja, solange hier im Bus es nicht zu kühl wird oder es nicht reinschifft, ne, ist ja sowieso alles in Ordnung, meine Freunde. Wisst ihr ja Bescheid. Klarerstraße. Eine 30er-Zone. Weil dadurch wieder jeder mitfahren, das ist ganz klassisch. Junge Dame, steigen Sie gleich vorne ein. Warum auch? Und dann nicht mal guten Abend sagen. Was ist denn das hier für ein Einwohner? Spatte. Nächste Haltestelle. Schrebergarten. So, dafür ist ja wenigstens etwas weniger Verkehr unterwegs. Ich meine, auch wenn es erst abends ist, aber gut, bei dem Schmiedewetter, da will ja auch keiner unterwegs sein. Moment, warum habe ich kein Licht? Was geht denn jetzt ab hier? Fahrschule ist ja nichts dagegen. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Ja, mal gechillt bleiben. Da ist wohl gerade die Lichtstelle. Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht. Aber Günther, was ist denn los? Lass mich noch Ruhe. Was wollen denn die Klapskappe alle gerade? Da dackeln da mit 30 km/h durch die Dinger. Was wollen denn die? Sollen doch mal ruhig bleiben. 50 erlaubt, wir fahren hier 60, den kmh Toleranz, nimmt ja jeder mit. So. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Auch noch, kein Problem, 250. Bitte einmal hinsetzen, bitte, während der Fahrt, auch nicht mit dem Busfahrer sprechen.
Nächste Haltestelle, Gelitzer Straße. Nächste Haltestelle, Wielandstraße. Sie ist ein schlechter Fahrstil, wir hatten Gegenverkehr. Passt das jetzt überhaupt noch? Nee. Na. Ey Leute, nicht dein Ernst. Ja, sich ja durch diese hohen Schluchten zu barmen, das hat schon was. Und jetzt hier so ein bisschen Need for Drifting, das ist auch nicht verkehrt. So. Aber auch hier will keiner aussteigen. Nächste Haltestelle, Waldenburger Straße. So. Guten Abend, der Herr. Ja, keine Reaktion, warum auch. Ist schon 8:30, scheiß drauf. Jetzt brauchen wir ohne mehr zu grüßen. Nächste Haltestelle, Erlenburg. So, du, wo klemmen die denn diese Schale auf? Und wenn man vorne einsteigt, man muss nicht grüßen. Das ist, keine Ahnung, das ist so ein Gerücht. Wer das mal erzählt hat, dass man bis vorher grüßen soll. Das müssen wir ein bisschen langsamer machen, wir haben 3:20. Also mal kurz hier anhalten. Din, 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 din. Ja, das ist natürlich eine Scheiße für die Fahrzeuge hinter uns, aber wir sind zu früh, minus 240. Ramsfeld, gucken wir mal, wo wir da sind. Ramsfeld, da sind wir hier. 2055 müssten wir dort sein, 2052, jo, da sind wir leider ein bisschen zu früh. Also prinzipiell, ne, ich muss ja immer sagen, wenn Busse zu spät kommen, finde ich sehr schnell. Ist natürlich darauf an, wenn sie zu früh kommen und sie warten. Dann ist es ja natürlich von Vorteil, ne? Aber wenn natürlich zu früh kommen und zu früh abfahren, das ist natürlich genauso scheiße, genauso wie wenn sie zu spät kommen und zu spät abfahren. Ist irgendwo alles immer Schiete, aber gut, was will man machen? Bei dem Fahrplan, die da heute konstruiert werden, da wird ja alles außer Betracht gelassen, meiner Meinung nach. Da wird ja der Verkehr, die Ampeln und Stau, das wird ja alles außer Betracht gelassen. Gibt's halt nicht so auf Deutsch. Naja, das ist so. Naja, was will man machen? Ja, ich wollte ja eigentlich mal die Lüftungsgegenstände, ja. Na, so Richtung. Ja, Richtung Scheibe drehen, danke. Sagen wir jetzt minus 1,30, da kann man eigentlich, oder? Nächste Haltestelle, Ringeldorfer Straße. So.
So. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Da hinten. Ich wollte schon fragen, wo glänzen wir da hinten in der Tür? Nächste Haltestelle. Schlachthof. Hat die Plan eine Minute von Haltestelle zu Haltestelle ein? Was aber auch schon sehr utopisch ist, wenn ich alles spinne, weil. Er braucht hier eine Minute, bitteschön. Aber gut, wenn es so eingeplant ist, ist es so eingeplant. So, wir stehen jetzt, meine Freunde, in. Da können wir nochmal gucken hier. Am Schlachthof. Und ihr seht, Schlachthof haben wir jetzt. Schlachthof. Hier, man sieht hier, das steht noch vor uns. Haben wir auf jeden Fall noch vor zu tun. Aber erst nächste Woche wieder. Meine Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.